Dann fangen wir jetzt schon mal langsam an. Leander Hausmann, kommen Sie gern mit. Komm gern mit. Danke. Leander Hausmanns Stasi-Komödie am Ort der Stasi-Zentrale. Ganz besondere Vorführung. Stasi-Komödie. Braucht es einen Leander Hausmann, um auf die Idee zu kommen, die Stasi komödiantisch zu behandeln? Also ich bin glaube ich, nicht der Erste, aber ehrlich gesagt hatte ich mir den Film, die erste Idee, dachte ich, er wird lustiger. Nicht unlustig? Also. Ja, also ich wusste nicht, dass es am Ende doch ein relativ ernster Film wird. Ja. Bisschen näher? Also so besser. Ja, so besser. Der Film hat seine eigene... Ist auch nicht seine eigene Regie übernommen. Ich konnte nicht. Ich verstehe auch vieles nicht. Und ein bisschen lauter? Ja. Einfach nur ins Mikrofon, mehr ins Mikrofon rein. Also kann man mich nicht verstehen? Doch. Ja, ich bin überfordert von dieser Frage ein bisschen, weil ich finde nicht, dass sie sich stellt. Also ich selber bin total gerührt, also dass wir jetzt hier sind und so einen Film sehen können, welche Meinung jetzt dazu auch immer existiert. Aber eins ist ja klar, zu DDR-Zeiten, in der ich ja 30 Jahre gelebt habe in der DDR, hätte dieser Film nicht stattgefunden. Also da wäre diese Frage gar nicht aufgetaucht, darf man oder darf man nicht, sondern nein, man darf nicht. Da hätte man mich schon für das Drehbuch verhaftet. Für den Gedanken vielleicht. Ja, ich bin deswegen wenig erstaunt, dass die Frage überhaupt auftaucht in einem Land, in einer Demokratie, für die wir so gekämpft haben, dass das stattfinden darf. Es ist ja auch ein schwieriges Thema. Wir beschäftigen uns seit 30 Jahren damit, stehen hier an diesem Ort, wo die Akten erkämpft wurden, zugänglich gemacht wurden. Und es ist ja nicht so ganz einfach, Witze zu machen über Repressionen, über ein System, das Leute unfrei gehalten hat. Ja, nicht, aber Witze mache ich ja eigentlich nicht. Also das wäre schade, wenn das so verstanden würde. Also ich weiß auch nicht. Der Film hat ja extrem viele Facetten. Und da ist eine Idee drin, zum Beispiel Erich Mielke als Sonnenkönig zu inszenieren. Fand ich richtig genial, weil irgendwie passt das auf ihn. Ja, also diese, ich meine, die DDR ist ja nicht vom Himmel gefallen, also ist ja kein UFO, wo Aliens namens DDR-Bürger oder Ossis kommen. Was ist denn irgendwie mit dem Ton, stimmt was nicht? Sollen wir austauschen? Ja, also genau, also am Anfang war eine Idee, nie wieder Krieg, immer Frieden, die Leute, die das Land geleitet haben, waren Antifaschisten, haben im Konzentrationslager gesessen, wussten, was es heißt, im Gefängnis zu sein, wussten, was eine Diktatur ist, das war die Ausgangsbasis, ja, und dann ist es völlig aus dem Ruder gelaufen und plötzlich wurden es Duodez-Fürsten mit Untertanen, die sich verhalten haben, ja, wie das, was er dann auch auf diesem Kostümfest darstellt, unabhängig davon, dass ich nicht die ganze Zeit Uniformen zeigen wollte und das eigentlich charmant fand. Es wird ja plötzlich so ein Intrigenfilm aus dem 17. Jahrhundert, wo jemand eine Frau heiraten soll, die er nicht heiraten will. Und so ist es eine kleine Reise. Also ich wollte unbedingt einen Film machen, wo man nicht die ganze Zeit absehen kann, was als nächstes passiert oder wo er hin will oder so. Ein böser Mensch wird ein guter Mensch, der schlechte Charakter wird ein guter Charakter. Ja, sagt man, natürlich, wahrscheinlich wird er sich bessern und so weiter. Und nee, der macht Dinge, die ich ja selber nicht verstehe und er ist wahnsinnig sympathisch. Also ich wollte die totale Identifikation mit diesem Stasi-Mann. Ludger Fuchs, der ist ja durchaus selber auch jemand, der das Bohemien-Dasein genießt und Spaß dran hat. Steckt da auch ich weiß nicht, ob er Spaß dran hat. Wahrscheinlich hat er nicht so viel.
Also mir ist heute zum Beispiel aufgefallen, zum ersten Mal eigentlich, dass er wie ein Wessi ist. Also der ist ja da geboren und aufgewachsen, aber hat keine Ahnung offensichtlich von der DDR. Ihm wird alles erklärt. Ja, er ist sozusagen ein weißes Blatt Papier, was da so beschriftet wird. So eine Art Simplicius Simplicissimus, einer, der überleben will, der an der falschen Kreuzung falsch abgebogen ist, der da nicht mehr rauskommt, der sich in Lügen verstrickt oder beziehungsweise nicht den richtigen Absprung findet, etwas zu sagen, wahrscheinlich konfliktscheu. Ich kenne viele, also ich komme ja aus der Szene und ich kenne viele Stasi-Mitarbeiter oder Inoffizielle, den ich bis heute nicht übel nehmen kann, was auch immer sie gemacht haben, das ist ja auch nicht ganz klar, weil sie so extrem cool waren. Wirklich, die waren extrem cool. Also die ganze Punk-Szene, die Rock'n'Roll-Szene, die Künstler-, die Literaturszene, die war unterwandert. Ich meine, die Stasi hat Verlage gegründet. Die haben teilweise Avantgarde befördert. Darüber erzähle ich ja. Ich erzähle dir, das ist ja meine... darüber bin ich ja selber als Schreiber und Regisseur erstaunt. Es gab ja auch eine eigene Akteneinsicht und da gibt es tatsächlich Begegnungen im wahren Leben, im echten Leben mit Leuten, die dich bespitzelt haben, die EM waren in deinem Umfeld? Ja, also ich muss einschränkend dazu sagen, dass mich meine Akte ein bisschen enttäuscht hat. Ich fand sie nicht dick genug. Das lag daran, dass ich an vielen Orten war und es lag daran, dass meine damalige Schwiegermutter tatsächlich Oberleutnant der Stasi war. Ich hatte ja einen Ausreiseantrag mit deren Tochter zusammen und die hat das verhindert und die hat eben auch diese Unterlagen teilweise am Ende des Tages vernichtet. Die war ein relativ hoher Dienstgrad und Fun Fact am Rande ist, dass sie so derart überzeugt war von dem System, dass sie kein Geld dafür genommen hat, sondern sich, was damals extrem angesagt war, in Keramik bezahlen ließ. Also ich hatte mich immer nur gewundert, warum diese ganze Wohnung immer mehr voller toller Keramik war. Also es wuchs an. Lampen, Töpfe, überall. Am Ende konnte man vor lauter Keramik nicht mehr aus dem Fenster gucken. Der Film beginnt ja genau mit dem, was du beschrieben hast, nämlich eine Akteneinsicht. Man geht in diese Behörde, stellt einen Antrag, kommt eine Akte. Und wenn du sagst, die Erwartung war, dass es mehr ist, was sagt das eigentlich aus, dass es mehr ist? Und das ist dieser Streit darum, was da drin steht, weil du drehst es ja also auch am Anfang gleich. Ne? Erstmal ist es ja so, wir sind die Sieger. Wir hatten Recht. Wir haben uns durchgesetzt und zwischen Täter und Opfer gibt es noch eine große Zahl an Leuten, auf die das nicht zutrifft. Beides nicht. Also bei Nazis hätte man gesagt Mitläufer, was auch ein bisschen gemein ist. Ne? Ich würde eher sagen Überlebende oder Überleber. Leute, die es geschafft haben, da durchzukommen. Was mir einen gewissen Respekt abnötigt, muss ich auch sagen. Wir sind keine Helden. In der Regel sind wir feige. Ja, wir scheuen Konflikte und so weiter. Und auch heute wird man denunziert und verraten in den Betrieben, auf der Straße. Wenn man bei Rot fährt, wird hinterhergehupt, es wird erzogen. Also die Charaktere, aus denen diese DDR bestand und auf die sie gebaut hat, sind ja noch da. Die Eigenschaften, die menschlichen Eigenschaften, die schlechten als auch die guten sind da. Und wir sollten nicht immer nur auf die Vergangenheit gucken und aus der heutigen Sicht unserer Erfahrung und unserer Siege das verurteilen, was da stattfand, sondern man soll sich mal befragen, wer ist man selber eigentlich? Also wie viele Ängste trägt man heute in sich und ob das eben aus diesen Ängsten geschöpfte System heute noch möglich wäre? Und ich finde, keine Zeit wie heute fordert eine solche Frage heraus. Das würde ich auch sagen, in den Akten stecken extrem viel menschliche Natureigenarten drin und dass es ein System war, ein Einparteiensystem, das den Druck auf den Einzelnen ganz anders erhöht als in so einer Demokratie und deswegen eigentlich auch immer eher das Negative rausgefordert wird oder rausgelockt wird, mehr noch als in anders organisierten Gesellschaften. Das kann man schon in den Akten sehen. Der Druck ist einfach größer, sich anzupassen. Oder, ne, mitzukommen. Aber warum gibt es Leute, die heute wieder genau, also die heute sich
in einer Situation beschreiben würden, von der Sie sagen, da hat sich nicht viel für mich geändert. Also woran liegt das? So ist es ja. Große Frage. Also vor allem aus dem Osten kommend. Also ich kann es nicht sagen. Ich glaube, dass wir nicht weiterkommen, wenn wir uns für besser halten als die anderen. Das glaube ich auch nicht, dass man da hinguckt, um das zu bewerten mit besser und schlechter, sondern dass man nur erkennt, welche Mechanismen an Menschen arbeiten und wie menschliche Natur sich dann herausgefordert fühlt und damit umgeht. Ja. Und das Wichtigste hast du am Eingang gesagt, ne? Den Film hätte man vor 35 Jahren so nicht machen können, nicht schreiben können. Naja, also meine späte Rache ist natürlich, ihnen abzusprechen, dass sie in irgendeiner Weise irgendwie shakespearehaft groß gewesen wären oder böse oder so, sondern ich schreibe ihnen das Kleinbürgerliche zu. Also Meinungen, die also der Oberleutnant Siemens, den der Henry Hübchen spielt, der verkörpert mich, also für mich eine Figur, die es heute genauso noch gibt. Also enttäuscht vom Leben, von der Liebe, aber kann man interpretieren, wie man will. Aber ich will nicht werten, also ich bin kein Propagandist, also ich will auch keine Schlacht schlagen, die schon gewonnen ist. In dem Film gibt es ein paar Originalszenen aus Ostberlin oder nur so aussehend wie Originalszenen? Wie, was? Ja, die Straßenszenen, ne? Die Tram. Und na, wenn man Osten drehen will, muss man nach Polen gehen. Ja, wirklich, da, also in Wroclaw, da gibt es noch Straßen, die sind nicht verändert. Also ich habe auch den Verdacht, die verändern die auch nicht, weil da wahnsinnig viel gedreht wird, immer in dieser Straße. Aber also Spielberg ist da und alle, also jeder dreht da. Aber jetzt in diesem Film auch? Ja, ja. Ach. Ja, und natürlich auch ein bisschen Computertechnik. Hilft auch. Ne? Hilft aber auch. Aber in dem Haus hier habt ihr auch gedreht, Haus 1, oder? Achso, ja, hier haben wir auch, aber haben wir nachgedreht. Ja, ja, genau. Sitz des Ministers Erich Mielke, Haus 1. Habt ihr ein paar kleine Szenen drin gedreht, das sah ziemlich original aus. Hat funktioniert. Ja, haben wir da gedreht. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wir sind ja noch ein paar Leute hier, ob es Fragen gibt aus dem Publikum, die jemand stellen möchte. Es wird ein bisschen schwieriger, wenn Sie kommen, irgendwie die Hand heben. Oder auch eine Meinung. Also ich habe ja auch wahnsinnige Angst vor dieser Veranstaltung hier gehabt. Inwiefern? Jetzt kriege ich richtig eine rein mal. Ja, gewünscht soll eine rein. Ja, warum nicht? Sondern es würde mich vielleicht erlösen. Von der Angst, wovor denn? Naja, also Lutz Rathenow hat mal gesagt, und ich liebe dieses Zitat, die DDR gab es 17 Millionen Mal. Also wir können uns nur in unserer eigenen Erfahrung und Erinnerung aufhalten und das erzählen, was wir kennen. Aber natürlich gibt es großes Leid und Tote und Folterungen und so weiter. Nur was mich an der ganzen Sache, und jetzt hoffe ich, dass ich nichts Falsches sage, ist die Ideologie, die hinter allem steckt. Ich selber denke, die Gearschten, also der Gearschte ist immer der Kleine, die kleine Frau, der kleine Mann auf der Straße und der Geheimdienst an sich, der also weltweit eine kriminelle Vereinigung ist, also mit der Lizenz zum Töten. Ja, das kann man so erzählen, also mit James Bond und da gibt es Komödien und ist ausgewertet und so weiter, aber bei der Stasi wird es immer etwas verkniffener, ne? Und also die haben keinen Mann zerstückelt. Ich muss los. In der Botschaft. 50er Jahre. Naja, ich sag nicht, das eine ist besser als das andere. Ich sage nur, es ist komisch, dass das so nicht gesehen wird oder dass das so dann auch okay ist. Es ist gedeckelt durch die Ideologie. Aber wir sind ja nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, was die Entwicklung der Gesellschaftsordnungen in dieser Welt ist. Also gerade jetzt merken wir es ja. Wir sind ja in einem großen sozialen Konflikt. Manchmal kriege ich auch einen Schreck und denke, Mist, damals hat doch unser Staatsbürgerkundelehrer dies und jenes gesagt, das kann doch nicht sein, dass das jetzt irgendwie tatsächlich so ist. Die zyklische Krise des Kapitalismus, wir sind ja, wir DDR-Bürger sind ja im Grunde auch relativ geschult. Also dann kommt einem das plötzlich so komisch vor, dass das, also wir haben immer drüber gelacht, also für uns war der Westen das große
zu erreichende Ziel. Das war unser großer Traum. Da dachten wir, da ist alles ganz toll. Aber es kann doch nicht sein, dass es jetzt Leute gibt, also ich gehöre nicht dazu, aber es gibt sehr viele, die sagen, ich kann hier meine Meinung nicht mehr sagen. Das muss man hören. Da kann man doch nicht laufend sagen, das stimmt nicht. Wenn jemand das Gefühl hat, er kann seine Meinung hier nicht mehr sagen, dann muss man das ernst nehmen. Dann stimmt was nicht. Gleichzeitig ist vielleicht auch, ne, also Widerspruch offensichtlich nicht, sondern Zuspruch. Und gleichzeitig ist vielleicht auch so eine idealisierte Welt des Westens in der DDR sozusagen entstanden, die vielleicht mit den Kompliziertheiten und auch den Schwierigkeiten einer Demokratie gar nicht so übereinstimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage richtig verstanden habe, aber ich will was antworten vielleicht auf das, was ich mich die ganze Zeit frage. Ich denke, durch 89 und den Zusammenbruch der DDR ist auch ein großer Teil des Selbstvertrauens der Westdeutschen zusammengebrochen, den sie über den Osten bezogen haben. Also als die Mauer fiel, kamen wir alle rüber und es war eben nicht so doll, wie wir es uns vorgestellt haben. Und wir waren so ein bisschen enttäuscht, nicht nur von Deutschland selber, sondern von der gesamten Welt. Ja, die schienen uns nicht so glamourös, wie wir es uns vorgestellt hatten. Und wir waren plötzlich mit Problemen konfrontiert, die wir so nicht erwartet hatten. Auf der anderen Seite haben wir die Probleme der Westdeutschen gesehen, die ja bei uns relativ gut gelebt haben, wenn sie rüberkamen, sich die halbe Stunde Angst da eingeholt haben an der Grenze, dann kamen sie rüber, dann kriegten sie die Mädchen mit ihrem Westgeld, konnten überall auch billig einkaufen, hatten diesen, also für sie war das sehr abenteuerlich und sie wurden von uns hofiert, fanden sie ganz toll und so weiter, dann kamen wir rüber und dann haben wir gesehen, die wohnen ja auch in Sozialbauten, die haben auch Probleme, sind arbeitslos und so weiter. Und das hat die so ein bisschen nach unten gedrückt. Und jetzt habe ich das Gefühl, über die Jahre und über die Jahrzehnte wird versucht, dieses Selbstbewusstsein wieder aufzubauen, was dadurch abgebaut wurde. Ja, auch eine These. Ja. Aber kann man auch sagen, es gibt auch 80 Millionen Varianten seit 1990, wie man Deutschland erlebt hat, die gesamte Bundesrepublik. Passiert ja vieles auf ganz verschiedenen Ebenen. Und das wäre für mich jetzt auch wieder ein Blick zurück. Ne? Wir müssen nach vorne gucken. Und das, was man macht, wenn man in die Vergangenheit schaut, ist zu versuchen zu lernen, dass man irgendwie anders weiter nach vorne geht mit ein paar Ideen. Und insofern, glaube ich, hilft es schon, nach hinten zu gucken. Aber es ist auch irgendwie gut zu sehen, wie es weitergeht, was wir uns für neue Sachen einfallen lassen. Ja, weil die alten Fehler ja nicht die Fehler sind, die wir als nächstes begehen werden. Hoffentlich. Genau. Naja, deswegen. Gut, ich glaube, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger ist zu erkennen, ob es noch eine Frage gibt da hinten. Gibt es eine? Super, sehr nett, danke. Ja. Herr Hausmann, erstmal vielen Dank für Ihren Film. Er hat mich sehr gut unterhalten und ich fand es toll, wie Sie diese Charaktere durchaus humoristisch dargestellt haben. Aber eine Sache hat mich doch wirklich verwirrt und fand ich etwas absurd. Wieso diese Musical-Einlage am Schluss? Das passte irgendwie überhaupt nicht. Achso, die Szene mit dem Gute Nacht, Freunde? Ja, plötzlich fingen alle an zu singen und ich kam mir vor wie in einem Disney-Film. Doch im Westen was gelernt. Na gut, also Disney-Film ist für mich keine schlechte Kritik. Also ich liebe Disney-Filme. Ich bin praktisch mit Disney-Filmen aufgewachsen und vielleicht ist es sogar eine Hommage an Disney-Filme. Vielleicht ist das. Also um es ernsthaft zu beantworten, ich wollte nicht Klischees bedienen. Also es gibt genügend Szenen, wo Demonstranten zusammengeknüppelt werden. Das sind Szenen, die ich nie gut finde. Also ich finde auch, die geben nie wieder, was man erlebt hat und wie es tatsächlich war. Und ich dachte, dass man das eigentlich von Anfang an irgendwie versteht, dass ich hier auch ein Märchen erzähle. Also, dass ich mich ein Stück weit von der Realität entferne, um das, was Sie anfangs sagten, zu erfüllen, nämlich auch irgendwie zu unterhalten. Und nicht das zu machen, was man als nächstes erwartet, sondern etwas anderes zu machen.